Und jetzt rasen wir diesen Tunnel hier lang und hoffen einfach mal, dass es zum Unterkeller führt. Und hier können wir gar nicht lang. Na gut. Dann bleibt mal alle kurz stehen, denn wir sind ein bisschen zu langsam. Haste auf die Gruppe. Und schauen mal hier oben lang. Oh, hier sind die ganzen Leichen. Und ein Aaskriecher. Na komm, stirb schnell. Wir wollen weiter. Wir müssen Assassine töten. Oh, sind ein paar mehr. Wow, die sterben aber schnell. Ja, Haste macht wirklich einen riesen Unterschied, was Nahkämpfer angeht. Also jetzt aber den Tunnel hier lang. Und hoffentlich geht's da in den Unterkeller. Sonst hätten wir noch den Tunnel da oben. Aber nee, das sieht doch gut aus. So, ihr wart die Rausschmeißer. Ihr macht nichts. Hoffe ich jetzt einfach mal. Jedenfalls haben die uns letztes Mal nichts gemacht. Haben uns einfach durchgehen lassen. Gut ist. Hier sind jetzt Kurtisanen. Aber irgendwo haben sich die Assassine versteckt. Ja, du bist ein komisches Weib. Meine Süße, da sind die Helden der Schwertküste. Richtige Mordskerle. Ja, wir sind richtige Mordskerle. Wir morden dich auch gleich. Also, wahrscheinlich. Na, 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 was haben wir denn da? Schwertfutter? Ich weiß nicht, Slicey. Sie sind so riesig und furchteinflößend. Oh, ich hatte ja an jemand anderen gedacht. Ja, sie spielt jetzt wahrscheinlich auch Saravok an. Aber der ist noch einen guten Kopf größer als wir. Ho, ho, sie hat eine Zunge aus Stahl und ein Herz aus Gold. Meine Christine. Und sie ist so hübsch, dass sie sich unsichtbar macht, damit sie nicht von Typen belästigt wird. Herz aus Gold wage ich irgendwie zu bezweifeln, aber du wirst schon wissen, wovon du sprichst, hm? Würde sowieso keiner wagen, wenn einer wie ich mich um sie kümmere. Ja. Slicey Line, du sagst es ihnen, ja? Liebling, du kennst mich doch. Du kennst deinen alten Slicey. Hey ihr, glaubt bloß nicht, dass ihr uns bei unserem Liebesgeflüster zuhören könnt, klar? Ihr redet laut genug und, na gut. Das geht euch gar nichts an. Was flüsterst du da, Süße? Jetzt erzählt mir meine Christine, dass ihr alle eine Schwäche für den Großherzoge habt. Ist eine Schande, das mit Enter Silberschild, was? Eine erledigt und noch zwei vor uns. Arme Herzöge. Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie alle zusammengestorben wären? Ach was, Christine, jetzt verrat nicht gleich alles. Es ist auf, wie heißt das noch, der Silberblase? Egal, mir reicht's jetzt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Das ist nichts für mich. Wir bringen sie jetzt um und die Herzöge nach dem Mittagessen, wie Saravok uns befohlen hat. Aha, Saravok hat also gesagt, ihr esst erstmal ganz in Ruhe Mittag und dann bringt ihr die Herzöge um. Kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Ich liebe deinen Intellekt, Slicey. Ja, bestimmt. Und gleich den ersten Schlag gelandet. Na gut, alle zusammen auf den. Du, magische Geschosse auf ihn. Sie hat sich verdrückt. Geh mal dahin und du dahin. Dann warten wir kurz ab, was sie macht. Oh, sie ist unsichtbar geworden. Okay. Du, unsichtbares Entdecken. Du schießt zu lange auf ihn und wir machen die KI an. Alle Nahkämpfer dran? Nee, Minsk macht irgendwas anderes. Minsk sucht sich seinen eigenen Weg. Oh, 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 oh. Da passt man eine Sekunde nicht auf. Weg, 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 weg. Oh, Slicey ist schon tot. Na gut, soll uns recht sein. Du heilst dich. Du eine große Heilung auf ihn. Und der Rest kümmert sich um die da. Magische Geschosse kommen da immer gut bei den Spiegelbildern. Obwohl mit der Haste schlägt auch oft genug zu, um die ganzen Spiegelbilder zu zerschlagen. So, Gerogon auch wieder ran. Ja, da kommt kein Zauber durch. Ja, ihr seid Prachtweiber. Das habt ihr jetzt gerade nicht gehört. Ich glaube, das darf man auf YouTube gar nicht sagen. Okay, schnappen wir uns die Sachen, die sie dabei haben und verschwinden hier, bevor ich gebannt werde. So, was hast du dabei? Schriftrollen, da wird bestimmt was Interessantes entstehen. So. Nein, nein, wir wollen nichts mehr von euch Kurtisanen hören, das ist nicht jugendfrei. Raus hier. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Aber mich nervt dieses immer im Hintergrund Geschnattere.
Genau wie bei den Sklaven in der Zwergenmine. Holt mich hier raus, holt mich hier raus. Die ganze Zeit, boah. So, die Ruhe der Toten. Ja, so muss das sein. Oder so ähnlich. Ne, das sind die alten Schriftrollen. Seid ihr die Neuen? Ja, eine Einladung. Dies ist eine Einladung zur feierlichen Amtseinführung des neuen Großherzogs von Baldurs Tor. Die Feier findet im Herzogspalast statt. Zeigt diese Einladung dem Wächter am Tor und er wird euch Einlass gewähren. Dies scheint eine wichtige Notiz zu sein, die ihr besser aufbewahren solltet. Nein, wirklich. Das hätten sie sich auch sparen können hier. Na gut, und was bist du? Slice, nun ist die Zeit zuzuschlagen. Wenn die Gesellschaft am Abend meiner Amtsanführung beginnt, werdet ihr meine Doppelgänger-Assassinen am Kanalzugang des Palastes treffen. Ihr werdet euch unter die Menge im Balsaal mischen. Wenn ich meine Rede beendet habe, werdet ihr zuschlagen. Wenn ihr nicht da seid, was sie jetzt nicht sein werden, da sie tot sind, werden meine Doppelgänger ohne euch vorgehen und eure Bezahlung verfällt. Denkt dran, dass ihr eure Frau, dieses kleine Luder, im Zaum haltet. Diesem Brief ist eine Einladung zu der Feier beigelegt. Also Sarovok scheint auch nicht wirklich viel von dieser freizügigen Frau zu halten. Was ihn mir irgendwie schon wieder sympathisch macht, dass er über solchen Oberflächlichkeiten stehen kann. Aber gut, er ist trotzdem der Feind. Wir müssen hier raus und zum Palast, so schnell es geht. Obwohl nicht ganz so schnell es geht, wir wollen uns erstmal kurz heilen. Denn es nützt niemandem was, wenn wir da auftauchen und alles vollbluten. Hast du es auch ausgelaufen? Haben wir aber noch einmal. Ah, reicht die Heilung? Ne, reicht nicht. Ja, Georgon hat auch von allen unseren Leuten am meisten Lebenspunkte. So wie es auch sein soll beim Hauptheld. Aber dadurch dauern solche Aktionen halt immer ein bisschen länger. So, einmal noch kurz rasten. Ah, das war klar, das war so klar. So, jetzt stirb schnell, wir wollen schlafen. Auch wenn es hier unten stinkt. Ausruhen. So. Und da geht's hoch. Gucken wir, wo wir rauskommen. Ja, das ist doch schön. Hier können wir gleich die Karte verlassen. Und dann nach Norden zum Herzogspalast. Genau. Das da, was so ähnlich aussah wie der freundliche Arm. So. Ja, richtige Richtung. Was war das eigentlich für ein Turm? Na gut, wir haben Wichtigeres zu tun, als die Architektur zu bewundern. Wir wollen jetzt Doppelgänger töten und unseren Bruder. Na gut, Halbbruder. Alle da, sprich mal mit der Wache. Gegrüßt seid ihr. Ich nehme an, ihr kommt zum Palast zur feierlichen Amtseinführung von Sarovok. Dürfte ich in diesem Fall darum bitten, eure Einladung zu sehen? Boah, der ist aber freundlich. Der wurde bestimmt von ein paar Adligen zusammengestaucht. Hier sind die Einladungen. Würdet ihr uns nun einlassen? Wir sind in Eile. Seid doch nicht so ungeduldig. Ich muss erst einen Blick auf diese Einladung werfen. Ja, sie sehen echt aus. Gut, dann könnt ihr eintreten. Du führst uns nicht mal rein. Wir müssen selber eintreten. Was für ein Service. Na gut, einmal nochmal abspeichern. Sicher, sicher. LP 107 sind wir schon. So, jetzt aber rein da. Und was willst du? Würdet ihr bitte eure Einladung zeigen? Das haben wir gerade deinem Kollegen draußen schon gezeigt. Da habt ihr unsere Einladung. Ich danke euch vielmals. Ihr könnt durchgehen. Na gut, wenigstens wird hier alles schön kontrolliert und wir haben sehr viele Wachen. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Wachen keine Doppelgänger sind. Und Adlige sind hier auch. Oh, ich höre gerade Sarovok. Und da steht er ja auch schon. Hier ist einer der Herzöge, die wir bewachen sollen, Belt, und dann wird das die Herzogin sein. Gut, gut, aber es ist schwer, sie zu bewachen, wenn ein 3 Meter, okay, so groß ist er auch wieder nicht, aber ein sehr großer, schwer gepanzerter und bewaffneter Typ direkt neben ihm steht und ihn die Köpfe abhacken kann, wenn er lustig ist. Aber gut, hoffen wir einfach mal das Beste. Da jetzt alle unsere Gäste angekommen sind, können wir mit der Zeremonie beginnen, auf die ihr alle gewartet habt.
das Tor. Der feierliche Augenblick ist gekommen, in dem ein neues Mitglied in die Reihen der Großherzöge aufgenommen wird. Ich hege durchaus nicht den Wunsch, die Tragödie herunterzuspielen, die wir durch den Verlust von Enter Silberschild erlitten haben. Doch ist dies nicht der rechte Moment zum Trauern. Alle von Grundbesitzern abgegebenen Stimmen wurden zusammengezählt. Das Ergebnis war beinahe einstimmig. Bitte, wie steht's im Herzog Elter? Hat sich sein Zustand gebessert? Wann er sterben sollte, da bitte, wer wird an seine Stelle treten? Was ist mit dem Gerücht, dass sich Amn für einen Krieg rüstet? Warum bereiten wir uns nicht auf einen Krieg vor? Nun, wie sollen wir uns bei unserer derzeitigen Eisenknappheit verteidigen? Bitte, wer gibt uns das nötige Eisen? Ah, das hört sich also von den dreien jetzt, die Aussagen von den Edelmännern. Die hören sich echt so an, als wenn sie einstudiert wären. Aber das sind super Vorlagen, um Saravok jetzt eine gute Rede zu liefern. Also sollten wir die drei schon im Auge behalten, das sind wahrscheinlich Doppelgänger. Und wir hoffen einfach mal, dass die Wachen keine sind, dass wir dann möglichst schnell zu den beiden durchbrechen können, um sie zu beschützen. Aber schauen wir mal weiter. Vielleicht die Zentare. Ich habe gehört, die haben irgendwie ihre Finger im Spiel. Ich glaube, dass Eltern von den Schattendieben vergiftet wurden. Offensichtlich versuchen die, unsere Anführer zu töten. Keine Sorge, alle eure Fragen werden zu gegebener Zeit beantwortet werden. Enda wurde von den Schattendieben, den Handlangern Amns, getötet. Ja, wenn das auch sonst niemandem klar ist, für mich ist die Sache eindeutig. Amn ist auf Krieg aus. Aha. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Entas Ermordung das Werk der Schattendiebe war, doch... Deuten darauf hin? Das ist doch lächerlich, das auf der Leiche hinterlassene Zeichen ist das Kennzeichen der Schattendiebe. Da seid ihr blind oder nur deppert. Der Akzent ist cool. Aber wenn es wirklich die Schattendiebe gewesen wären und die quasi die Hauptdiebesgilde von Amn ist, dann würden sie nicht so einen Fehler begehen und ihr Markenzeichen da liegen lassen. Also die drei gehören auf jeden Fall zu Saravok. Wenn ich bitte weiterreden dürfte? Die Spur ist so offensichtlich, dass sie eventuell absichtlich hinterlassen wurde, um uns irre zu führen. Kluge Frau. Na bitte, wer sollte uns in die Irre führen wollen? Der da. Vielleicht sollte ich dazwischen gehen, bevor diese Versammlung zu einem sinnlosen Rumgezanker wird. Wir sind hier, um unseren neuen Großherzog zu begrüßen, also sollten wir damit auch fortfahren. Ich stelle vor, Saravok Anchev, der neue Großherzog. Es ist mir eine Ehre, vor einer solchen Versammlung angesehener Edelleute zu stehen. Ich nehme meine neue Aufgabe im vollsten Bewusstsein der damit eingehenden großen Verantwortung an. Als erstes möchte ich viele der bislang aufgeworfenen Fragen beantworten. Die Gerüchte, dass Amn sich zum Krieg rüste, entsprechen voll und ganz der Wahrheit. Ebenso die von der Beteiligten der Zentarim. Doch sorgt euch nicht, wir stehen ihnen nicht bar jeder Verteidigung gegenüber. Zwar sind wir geschwächt durch die jüngsten Anstrengungen der Zentarim, uns von unserem wichtigsten Kriegsrohstoff, dem Eisen, abzuschneiden. Doch hilflos sind wir nicht. Infolge der Ermordung meines Vaters ging die Leitung des westlichen Zweiges des Eisenthrons auf mich über. Dieser verfügt über große Lagerbestände an Eisen, welch Zufall, die für unsere Bedürfnisse voll und ganz ausreichen. Ich übergebe hiermit all dieses Eisen der Stadt, auf das sie damit nach ihrem Willen verfahre. Leider liegt unser größter Feldherr auf dem Sterbebett, fürwahr ein schwerer Schlag für diese Stadt. Mit Erlaubnis des derzeitigen Obmannes Angelo übernehme ich den Befehl über die flammende Faust. Unter meiner Führung wird das Söldnerheer zu seiner alten Schlagkraft zurückfinden. Einen Moment mal, es steht euch nicht zu, darüber zu entscheiden. Ruhe jetzt, jetzt rennt das Herrebock. Wir wollen nicht darauf warten, dass wir in den Krieg hineingezogen werden. Nein, wir werden den ersten Schlag ausführen. Mit der flammenden Faust dürfte es ein leichtes sein, Nashkel einzunehmen. Und so dann geschwind den Gebirgspass durch die Wolkengipfel zu sichern. Was ist los? Wer wagt es, mich zu stören? Oh, also wir stürmen wohl jetzt gerade erst rein? Entweder das oder wir haben uns bis eben zurückgehalten und drängen uns jetzt erst durch. Oh. Es sind wohl doch ein paar mehr, als wir dachten. Du solltest nicht unbedingt in erster Reihe stehen. Du schon? Wo ist Imoin? Oh. Nein, du solltest nicht zu Saravok gehen. Geh mal da unten lang und du dahin. Die Krieger mitten rein. So. Jo, 6 Doppelgänger. Was macht Saravok?
Gar nichts. Ja, gut, der will sich wahrscheinlich erstmal davon distanzieren und hoffen, dass die Doppelgänger das schaffen. Also kümmern wir uns mal um die. Ihr drei geht auf den da. Du schießt. Ja, magische Geschosse auch auf den da, damit er schnell stirbt. Ups, das war daneben. Bist du schon drin? Nein. Jetzt aber Flammenstrahl auf den da. Ah, du hast schon angefangen. Schade, ich hätte eher eine Hasse zuerst machen sollen. Die bringt ja wesentlich mehr. So, jetzt aber Hast auf die Gruppe. Du Flammenstrahl auf den da. Denn unsere beiden Herzöge sind ja gut in Gefahr. Drei Leute, die auf ihn einprügeln zum Beispiel. Wir wissen ja nicht, wie zäh die beiden sind. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Du greif da an. Du zauberst schon. Noch ein Flammenstrahl auf den. Du auf den, du auf den. Jetzt darf er nicht sterben. Auf keinen Fall darf er sterben. So, Flammenstrahl auf den. Magische Geschosse auf den. Ah, gut. Sind die alle tot da oben? Uffala. Das hätte besser laufen können. Na nun? Fehlt irgendwo noch einer? Oh. Angriff Doppelgänger. Ah, da oben. Jörg Kallet, mach du das mal. Wir halten oben den Sarabock in Schacht, falls er jetzt doch angreifen will. Wir können von Glück sagen, dass tapfere Männer wie ihr sich für uns eingesetzt haben. Gibt es irgendetwas, was ich nun für euch tun kann? Auf deine Kollegin gehst du jetzt gar nicht ein? Na gut, schaut euch die Dokumente an, die wir haben. Es war Sarabock, der euch an den Kragen wollte, Enter töten ließ und Eltern fast zur Strecke gebracht hat. Oh, die beiden habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal verwechselt. Ich werde es nachprüfen. Wenn ihr jedoch im Unrecht seid, werdet ihr für eure Anschuldigung schwer bestraft werden. Angelo, diese Männer werden wegen mehrerer Morde gesucht. Tötet sie. Diesen Männern wird kein Haar gekrümmt, bevor ich diese Unterlagen nicht durchgelesen habe. Ihr braucht diese Dokumente nicht zu lesen. Ich schlage euch ganz einfach die Köpfe ab. Ihr habt ohnehin nicht genug Hirn, meinen guten Rat zu folgen. Okay, jetzt ist er stinkig. Und ja, greift uns an. Okay, alle Mann auf Sarabock. Du sofort Ablenkung. Du Flammenstrahl. Immun, Säurepfeile. Ja, rauf. Wer kriegt Schaden? Au, 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 au. Grobe Kelle. Ganz grobe Kelle. Heilung. Große Heilung. Du magische Geschosse. Die Wachen schlagen auch alle drauf ein. So weit, so gut. Okay, du kannst wieder ran. Kommst du ran? Das war knapp. Wir beide sind noch nicht miteinander fertig, Gerogon. Ich werde euch töten, so wie ich auch Geryon getötet habe. Ihr werdet nur in Frieden weiterleben können, wenn ihr mich zuerst tötet. Das haben wir gerade vor, danke. Du, weg da. Ah, also noch ein Magier da, jetzt haben sie sich wegteleportiert. Was für ein Feigling. In eurem eigenen Interesse solltet ihr alles daran setzen, Sarabock zur Strecke zu bringen. Sonst tötet er euch. Was für ein genialer Tipp. Was versuchen wir wohl schon seit zigtausend Folgen? Ich glaube, ihr habt recht. Das einzige Problem ist, den Bastard zu finden. Mit der Kraft meines Gottes sollte ich in der Lage sein, seinen Aufenthaltsort zu sehen. Wartet einen Moment und ich kann euch sagen, wohin er gegangen ist. Er wurde zur Diebesgilde teleportiert. Okay. Ich werde euch mit Hilfe eines Dimensionstores dorthin versetzen. Dann könnt ihr ihm folgen und ihn töten. Viel Glück. Was ist denn das? Es sieht wirklich so aus, als ob sich dieser Tage alle zur Diebesgilde aufmachen. Erst dieser riesige gepanzerte Typ und nun ihr. Sagt mir lieber, was ihr hier eigentlich wollt, und zwar schleunigst, sonst gibt's gewaltigen Ärger. Eigentlich dachte ich, wir hätten hier einen Stein im Brett, weil wir für euch die eine Aufgabe erledigt haben. Aber gut.
Wir sind auf der Suche nach Saravok, dem riesigen Typen in Rüstung. Wo ist er hin? Er ist die Treppe da vorne heruntergegangen, war ganz schön in Eile. Für die Verfolgung dieses Kerls seht ihr mir ein wenig schlecht vorbereitet aus. Da unten sind die Diebeshöhlen, die sind ganz schön gefährlich. Redet mal mit Black Lily im Lagerraum bei der Treppe. Sie wird euch gute Preise für Ausrüstungsgegenstände machen. In so einem Moment versucht er jetzt Gold rauszukitzeln. Naja, ist ein Dieb halt, ne? Durch und durch. Ich habe gehört, dass ihr sogar ein paar magische Artefakte verkauft. Ah, ja. Und wir haben so viel Gold und magische Artefakte zu kaufen. Aber gut, haben wir noch Heilzauber. Schön, schön. Dann heilen wir uns erstmal hoch. Gucken, ob wir hier gleich schlafen können. Weil ihn in sein Lager zu verfolgen, was wahrscheinlich dort auf uns warten wird, sonst hätte er sich nicht hier teleportiert, sollten wir nur, wenn wir gut vorbereitet sind. So, Zauber ist durch. Schlafen können wir hier nicht. Das ist doof. Na gut, dann muss es so erstmal reichen. Das heißt, wir gucken uns jetzt bei der Black Lily da um. Haben wir hier noch... Ah ja, was zum Verkaufen vielleicht? Oh nee, sowas verkaufen wir garantiert nicht. Dünner hier, ist es das, was ich denke, dass es ist? Handbuch des schnellen Handelns, das wäre Geschicklichkeit. Ja, ab zu Gerogon. Und... Ja, schön, schön. Geschicklichkeit 19. So, damit hätten wir jetzt fast... Alle, oder? Wir haben Charisma gefunden, ja. Wir haben Weisheit, wir haben Intelligenz, Konstitution, Geschick und Stärke. Gut, gut. So, und den Level-Up sollten wir noch machen. Eine Stufe höher, keine Fähigkeiten, dafür Lebenspunkte 120 Stück. Ah, der hält gut was aus. Karl hat nur 104 und Minsk nur 72. Ja, was so ein paar Punkte Konstitution machen können. Okay, 4 Punkte mehr als er. Na gut, nochmal abspeichern. LP 108. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher bei den letzten Schritten. Da will ich nicht extra laden müssen.